Okay. Ich habe jetzt gar nicht zugehört, ich habe das überhaupt nicht gelesen, was Darkstar gesagt hat. Ich habe es beim letzten Mal auch eigentlich vorgelesen. Und da wir hier relativ schnell sind. Oh, ficken! Im Fliegen. Also finde ich persönlich, also man ist jetzt schon ziemlich schnell im Fliegen. Mache ich das Ganze im Fliegen. Das sind die französischen Kühe mit ihrem Barett auf. Oh, hier gehen 25. Holla die Waldfee. Das ist eigentlich auch falsch, was ich hier mache. Man muss eigentlich immer entgegengesetzt fliegen. Ja, zwei haben gefehlt. Das hätte man aber hingekriegt, wenn ich da nicht verpeilt hätte. Zweimal. Die Kuh und den Treckerfahrer. Weil die eine Kuh hat ja nur mit dem Treckerfahrer zusammen. Meine ich mal. Nein! Nein! Ach. Das ging in Spyro 2 schon, meine ich mal. Dass man, wenn man Dreieck drückt und wenn man dann wieder ganz oft X drückt, dass der wieder anfängt zu fliegen, was er hier nicht tut. Ich meine, das wird in Spyro 2 funktionieren. Spyro 2 ist besser. So. Wäre das auch mal wieder klargestellt. Das war knapp. Okay. Oh, Haare im Gesicht. Sollte eigentlich funktionieren. Nein! Ach man, jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Alter, ich flieg hier gleich entgegengesetzt, das kannst du aber glauben. Dann sind die in 1, 2, 3 Sekunden sind die weg. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier schon das vierte Mal oder was versage. Natürlich gibt es ja auch wieder eine Aufgabe mit Jäger. So. Fickt euch! Meine Fresse, ey! Da hätten wir das auch schon mal. Ich ignoriere jetzt hier mal die Bestzeit, weil ich weiß nicht, ob es hier welche gibt.
Das war so atemberaubend, dass uns alle Bewohner der Farm Geld gespendet haben, um dir diese Belohnung zu kaufen. Gavin. Gavin? Gay? Gay? Keine Ahnung. Mit seiner komischen Brille. So, dann machen wir jetzt mal das Rennen. Die fliegenden Schweine können es gar nicht erwarten, loszulegen. Du musst der Reihe nach durch alle grünen Kontrollringe fliegen. Die roten Punkte markieren den Kurs. Okay, ich glaube, das war relativ... Also es war nicht einfach, meine ich mal. Aber ich kann mich natürlich auch mal wieder irren. Schön, dass ich die ganze Zeit hier hinter dem Flippen hänge, ne? Nein! Ach, Mist! Da oben ist der nächste. In Jelba! Ach, ficken. Also mir wäre es lieber, wenn man hier irgendwie so eine Runde in einer bestimmten Zeit schaffen müsste, um diese dummen Drecksviecher zu gewinnen. Okay, da unten sind auf jeden Fall genügend... Sie ist. Es ist immer so schwer, das zu kontrollieren. Ich bin schon wieder daneben geflogen. Das war Glück. Ich sehe keinen weiteren Gegner. Keine Ahnung. Naja. Nochmal versuchen. Da holen wir uns hier direkt den ersten, den zweiten. Den lassen wir mal aus. Ah, da ganz links ist auch noch einer. Das ist ja gut zu wissen, ey. Dann haben wir den auf dich. Du kriegst direkt auch noch einen aufs Maul. Ob das jetzt wirklich was gebracht hat, keine Ahnung. Ich glaube, das ist... Oh, da unten kann man auch noch mal. Ich glaube, das ist besser, wenn man da bei dem einen Stern durch die Brücke fliegt. Muss man nicht so schnell nochmal steuern. Ja, oh Gott. Okay, da ist der erste.
wir eben schon gar nicht mehr gesehen haben. Okay, eine Runde noch. Muss ich mit den Propellergeräuschen hinter mir auskommen. Den hebe ich mir mal auf jeden Fall. Ich kann noch mein Lebensretter sein. Oh, war gerade ein bisschen gruselig da. Okay, den haben wir schon. Ich glaube, das wird's. Wenn ich jetzt nicht noch das versandel, irgendwie hier durchzufliegen. Yes! Sehr schön. So, jetzt müssen wir nur noch. Jetzt müssen wir noch Jäger aufsuchen. Erster Platz! Du bist ein ganz schön gerissener Flieger. Ich bin Drache! Ich bin zum Fliegen gemacht! Dr. Champ! Spyro 1, wisst ihr? Zeitspiel. Ja, ja, bla, haben wir ja schon. Das Haus hier in der Mitte ist ja schon ziemlich offensichtlich, ne? Ich weiß jetzt nur nicht, ob man von außen da. Ne, doch, von außen. Oder ob man durch den Kamin hier musste, aber nein. So. Spyro! Du wirst es nicht glauben, aber hier wimmelt es von Schaf-UFOs und Weltraumkühen. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie irgendjemanden entführen. Entführen? Ich schnall mir mal meinen Raketenantrieb an und puste die Weltraumkühe weg. Tu dies. Ja, los. Aufgepasst, Kühe. Hier komme ich. Okay. Kann ich irgendwas noch machen? Nö, ne? Ich mag eigentlich Kühe sehr gerne. Nur sie kaputt schießen. Ist nicht schön. Es kommt gleich wieder irgendwas, jetzt macht er gleich eine scharfe Kurve oder so und dann. Und dann muss man so schnell wie möglich reagieren oder so. Spyro, du wirst es nicht glauben. Oh, das war, glaube ich, der allerletzte, ne? Das ist so. Also, oh, ja. Ah, hier kommen jetzt die drei. Das ging sehr schnell. Nee, war noch nicht der letzte. Dann bin ich ja zufrieden.
dass das nicht der letzte war. Der letzte UFO.